Nein, das muss nicht sein. Im Gegenteil, ich denke, wenn man, je mehr man die Fragen so stellt, umso mehr schürt man eigentlich Angst. Für mich ist demografischer Wandel, das hat einen negativen Beigeschmack, das ist eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel. Da bin ich gekommen seit 65. So, damit müssen wir leben. Was heißt das heute für die Jugendlichen? Ist doch eigentlich, aber was Positives dabei, ist eine Chance. Die jungen Menschen können heute, wenn sie in der Schule sind, da kommen die Betriebe, die Arbeitgeber, kommen in die Schulen, in die Ausbildungsstätten, sie wie Sau. Und so zum Beispiel, Menschenskind, wann bist du fertig? Ich sage, fähige Mitarbeiter. Die Chancen hat vor 10, 15 Jahren keiner gehabt. Da haben sie sich arbeitssuchend melden oder ausbildungssuchend. Und das ist halt das Positive, das ist nicht mehr.